Und weiter geht es mit der Deleted Scenes Reihe. Diesmal geht es um alle gelöschten Szenen aus Jurassic World Fallen Kingdom. Und bei Jurassic Park 2, also bei The Lost World Jurassic Park, war ich ja unfassbar begeistert von den Deleted Scenes gewesen, weil da eben auch sehr viele Alternativen dabei gewesen sind, die ich persönlich sehr gerne gesehen hätte. Bei diesem Film jetzt hier allerdings, bei Fallen Kingdom, also beim zweiten Teil der Jurassic World Trilogie, muss ich sagen, da sind sehr viele Szenen mit dabei, die man hätte unfassbar gut in eine Extended Version packen können und den Film damit noch ein bisschen hätte aufwerten können, denn ich weiß, obwohl ich den Film von den Jurassic World Filmen, am meisten mag, ist Jurassic World 2 Fallen Kingdom wahrscheinlich der generell unbeliebteste Jurassic-Film von allen 6, die wir eben bisher bekommen haben. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, es sind einige gute Deleted Scenes mit dabei. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt zu den gelöschten Szenen kommen, will ich euch hier noch ganz kurz ein großes YouTube-Livestream-Event ankündigen, was ich selbst geplant habe. Beziehungsweise was ich aktuell immer noch plane, wo ich aber schon sehr weit in der Planungsphase bin und ihr könnt euch schon mal Mitte April vormerken. In einem YouTube-Community-Post habe ich bereits angekündigt, dass wir schon sehr bald hier auf YouTube live alle Brettspiele von Jurassic Park und Jurassic World streamen und zusammen spielen werden. Das heißt, auch ihr als Community werdet dazu in der Lage sein, an diesem Brettspiel mit teilzunehmen. Unter anderem habe ich auch schon verkündet, dass ich ein Dinosaurierbuch schreibe. Ja, viele von euch wissen auch, dass ich auch privat immer wieder mal Bücher und kleine Kurzgeschichten schreibe. Ich habe euch mal meine Website unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne mal draufklicken, da könnt ihr euch so ein paar meiner Geschichten angucken. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Es geht darum, dass ich Ende des Jahres mein Dino-Buch, die vergessene Ära, auf den Markt bringen möchte. Passend dazu arbeite ich aktuell an einem Pen-and-Paper-Tabletop-Spiel. Das heißt, das ist ein Spiel, bei dem ich mir meine eigene Geschichte ausgedacht habe und eigene Regeln. Diese Geschichte ist die Vorgeschichte zu meinem Buch. Und ja, dieses Pen-and-Paper-Spiel werden wir gemeinsam hier live auf YouTube spielen. Zusammen mit 3 speziellen Gästen, bei denen ich noch nicht verraten werde, um wen es sich dabei handelt. Und natürlich werdet auch ihr als Community dazu in der Lage sein, an diesem Spiel teilzunehmen. Ihr werdet euch live einen eigenen Charakter erstellen können und werdet live in die Welt von Die vergessene Ära eintauchen. Was genau ein Pen-and-Paper-Spiel ist und was genau ein Tabletop-Spiel ist, habe ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Das könnt ihr euch ganz gerne mal durchlesen, wenn ihr es noch nicht wissen solltet. Ich habe beides so ein bisschen kombiniert. Das heißt, wir benutzen dann dabei auch Dinosaurier-Figuren. Ihr bekommt eure eigenen Avatare und müsst dann eben ein bestimmtes Abenteuer bestehen. Noch dazu wird auch passend zu meinem Buch ein interaktives YouTube-Video erscheinen. Das ist für den 13. April vorgemerkt, bei dem ihr selbst Entscheidungen treffen könnt. Ja, ein YouTube-Video, wo ihr während dem Gucken des Videos selbst entscheiden könnt, was jetzt passiert. Wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr dann erst am 13. April. Und am Ende des Videos werdet ihr dann auch das Datum erfahren, an dem der Tabletop-Livestream stattfindet. So, wie immer, viel Geschwätz am Anfang, bevor es wirklich losgeht. Jetzt fangen wir aber an mit den Deleted Scenes. Der Indoraptor ist ja für mich, und das habe ich auch schon öfter gesagt, einer der am besten designtesten Dinosaurier im gesamten Jurassic Franchise. Und ja, nochmal, ich liebe die Jurassic Park Trilogie. Ich mag die Jurassic Park Trilogie wesentlich mehr als Jurassic World. Aber ich muss eben sagen, dass Jurassic World eine Sache sehr richtig gemacht hat. Die haben bei den Designs einfach wirklich ein Händchen für Feinheiten bewiesen. Ich bin der Meinung, dass Ghost zum Beispiel das coolste Raptoren-Design von allen ist. Direkt danach kommt dann aber auch schon der Indoraptor, der eben mit seinem schwarz-goldenen Look dann doch schon sehr präsent rüberkommt, sobald er eben auch mal eine Szene hat. Im fertigen Cut, den wir kennen, sieht man den Indoraptor dann irgendwann aus Macy's Zimmer rausklettern, nachdem er gegen Blue gekämpft hat und dann einen ikonischen Schrei in die Nacht abgibt. Im Hintergrund gibt es Blitze und wir sehen nur noch den Schatten dieses Dinosauriers bzw. dieses Hybriden. Im ursprünglichen Cut des Films sollte der Indoraptor eigentlich auf einem Leuchtturm stehen und die Szene hätte sich ähnlich abgespielt. Wie jetzt ein Leuchtturm an das Lockwood-Anwesen gepasst hätte, weiß ich nicht. Möglicherweise war das auch einfach ein Entwurf eines sehr frühen Konzeptes zum Film. Und das Ganze hätte sich vielleicht irgendwo auch an einer Küste abgespielt und eben nicht auf dem Lockwood-Anwesen. Auf jeden Fall wurde diese Szene eben ersetzt gegen die, die wir jetzt im Film kennen.
Der Mosasaurus hat ja bekanntlich, und ich glaube, da kann mir keiner widersprechen, viel zu wenig Screentime in allen Jurassic World Filmen. Ich meine, alleine in einer einzigen Folge von Jurassic World Camp Cretaceous hat das Tier einfach mehr Screentime bekommen, als in allen drei Jurassic World Filmen. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum man dieses Tier nicht mehr benutzt hat. Ursprünglich sollte die Anfangsszene von Jurassic World Fallen Kingdom ein bisschen länger gehen. Wir sollten mehr vom Mosasaurus sehen. Er sollte sich nämlich im Wasser befinden, was logisch ist, weil er ist ja ein Wassertier, und sollte da eben ein paar Bahnen hin und her schwimmen. Die Kamera sollte dann neben dem Tier mitgehen und sich bis an das Auge vorne begeben, bis dann das Auge des Tieres plötzlich aufgeht, die Kamera geht zurück und wir sehen das U-Boot der Mannschaft, die wir dann eben später auch aus dem fertigen Film kennen. Diese Szene wurde allerdings aus dem Film geschnitten, weil sie den Überraschungseffekt später zerstört hätte. Das ist zumindest die offizielle Aussage von J.A. Bayona. Und da muss ich sagen, es ist natürlich immer schwer. Als Zuschauer betrachtest du einen Film anders als Regisseur selber. Und ich muss sagen, war es für irgendjemanden überraschend, dass das Tier jetzt hier auftaucht, zumal es auch schon im Trailer gezeigt wurde? Wenn du nicht willst, dass dieser Schockeffekt zerstört wird, dass der Schockeffekt noch auftritt, dann solltest du nicht einfach nur eine Szene aus dem Film rauslassen, die diesen Effekt vielleicht zerstören würde, dann würde ich die Szene vielleicht auch nicht im Trailer zeigen. Habt ihr übrigens gewusst, dass in Jurassic World Fallen Kingdom ganze 38 Minuten rausgeschnitten wurden? Unter anderem war da auch eine Szene mit dabei, in der wir einen längeren Monolog von Dr. Ian Malcolm hätten hören sollen, der im Gerichtssaal verhört wird. Beziehungsweise wird so seine Meinung zu dem Thema Dinosaurier und Aussterben gefragt, weil es ja darum geht, dass ein Vulkan ausbricht, ein Dinosaurier sterben auf der Insel aus. Was hält Dr. Ian Malcolm denn von der ganzen Geschichte? Textzeilen, die wir nie gehört haben, waren unter anderem: Hier sitze ich nun und rede wieder über Dinosaurier und eben das ikonische: Das Leben findet einen Weg. Ja, der einzige Grund, warum dieser Dialog oder dieser Monolog rausgeschnitten wurde, ist ganz einfach der gewesen, dass der Film sonst zu lange geworden wäre. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe das Gefühl, dass viele Visionen von Regisseuren und auch Drehbuchautoren dadurch zunichte gehen, dass Filme sich gar nicht mehr richtig ausleben dürfen. Man muss jetzt nicht jeden Film in Überlänge drehen, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn ein Film um 38 Minuten länger geplant war und die wurden alle komplett rausgenommen, dann merkt man das doch irgendwie. Und ich finde, ja, Jurassic World Fallen Kingdom fühlt sich sehr gehetzt an, von der Geschichte her. Eine weitere rausgeschnittene Szene, die kurz darauf folgen sollte, sollte uns zeigen, wie Maisie ein bisschen mehr in diesem Museum herumschleicht, das wir eben auch aus dem Lockwood-Anwesen kennen. Aber hätte sie mit einer Dinosaurierfigur bestimmte Orte zeigen sollen? Sie hätte also mit dieser Figur gespielt und damit hätte sie bestimmte Orte gezeigt, die eben auf einer Landkarte verzeichnet worden wären. Interessant wäre hierbei gewesen, dass wir auch hätten die Isla Sorna gesehen, die bestimmte Punkte markiert hätte. Was genau diese markierten Punkte bedeuten, ist aber nirgendwo hinterlegt, das heißt, was auch immer geplant war, mit der Isla Sorna anzufangen, wurde komplett verworfen. Generell hätten wir in einer Uncut-Version wesentlich mehr Leichen von Dinosauriern gesehen. Das Ganze wurde sehr wahrscheinlich rausgeschnitten, weil es einfach zu heftig für den Film gewesen wäre nach aktuellen Standards. Man streicht ja sehr viele Filme aktuell auch gerade aus dem Jurassic-Universum raus, weil das anscheinend zu heftig für die Zuschauer gewesen wäre. In Jurassic World denkt man dann doch auch ein bisschen an die jüngere Zuschauerschaft, was vollkommen in Ordnung ist, das ist keine Kritik. Allerdings hätte man durch diese Szenen vielleicht ein bisschen mehr verstanden, warum es wichtig ist, die Dinosaurier von der Insel runterzuschaffen. Natürlich, Vulkanausbruch, alle sterben, das sollte eigentlich Grund genug sein, aber es sollte ursprünglich darauf eingegangen werden, dass die Dinosaurier auch nicht nur wegen dem Vulkanausbruch aussterben, sondern auch so anfangen, aufgrund bestimmter Bedingungen auf der Isla Nubla nach und nach zu sterben. Unter anderem sollte auch ein Lysinmangel dafür verantwortlich sein und das kennen wir schon aus Jurassic Park 1. Wäre interessant gewesen, das auch hier wieder zu sehen im Film, aber das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben, weil der Lysinmangel wurde ja bewusst von Dr. John Hammond und Henry Wu im Jurassic Park benutzt, damit eben die Tiere sich nicht weiter verbreiten. Das Ganze hat aber nicht funktioniert, deswegen wäre es dumm, wenn Dr. Henry Wu jetzt wieder gesagt hätte, wir machen in Jurassic World genau dasselbe, obwohl er ja wissen müsste, dass es nicht funktionieren würde. Wir hätten zum Beispiel auch die Leiche eines Stegosauriers sehen sollen. Lustigerweise haben wir es ein paar dieser Stellen in den fertigen Trailer geschafft, den wir auf YouTube und Co. sehen konnten. Das heißt, diese Szenen wurden erst im Nachhinein rausgeschnitten und das wahrscheinlich, als dann gerade die fertige Kinoversion bearbeitet wurde. Auch hätte Owen bei der Suche nach Blue, ja, also wenn die später auf der Insel sind und Owen soll dann für die Bösewichte Blue suchen, damit sie eben, Blue entführen können. Auf dieser Suche hätten Owen und die Gruppe von Söldnern noch auf die Leiche eines riesigen Krokodils
stoßen sollen. Und dabei hätte dann Owen einen Satz fallen lassen, den ich eigentlich relativ gerne gehört hätte. Der Satz ist hier zwar nicht 1:1 in einem Zitat wiedergegeben, aber es hätte wohl darum gehen sollen, inwiefern wir heutzutage immer noch Dinosaurier auf unserem Planeten haben. Es wäre quasi wieder so eine Meta-Message gewesen, dass für uns in den Filmen ist ja alles CGI und es ist ja alles nur Fantasy und Science-Fiction. Und er hätte uns dann aber quasi klar gemacht, nee, Dinosaurier sind eigentlich faktisch nie ausgestorben. Diese Szenen wurden rausgeschnitten, weil sie den Film unnötig, hier steht wirklich unnötig, in die Länge getrieben hätte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Szenen, die nicht irgendwie krasse Action beinhalten, total entbehrlich geworden sind und scheinbar ist das alles überflüssiger Kram. Sowas hätte ich doch gerne gesehen, jetzt mal ganz ehrlich. Im Making-of zu Jurassic World Fallen Kingdom sehen wir außerdem eine Szene, in der Franklin eine Lampe zum Flackern bringt, indem er so da draufklickt. Diese Szene haben wir später im Film auch nicht gesehen und ja, das ist eine Szene, die halt wirklich den Film gestreckt hätte, weil es gab einfach keinen Grund, dass wir sowas sehen, das verstehe ich hier schon. Die gesamte Gyrosphären-Szene, als der Vulkan ausbricht und eben die Gruppe mit dieser Gyrosphäre wegfährt, sollte ursprünglich ganz anders ausgesehen haben. Das heißt, hier waren andere Kamerashots geplant gewesen und andere Dinosaurier, die dann quasi auf dem Bildschirm hätten erscheinen sollen. Unter anderem war auch der Spinosaurus geplant, der eigentlich den Platz vom Carnotaurus hätte einnehmen sollen. Und hier hätten dann die Fans so das Rematch zwischen T-Rex und Spinosaurus bekommen. Allerdings wollte man den Kampf hier nicht einfach so schnell beenden, wie er im fertigen Film dann eben T-Rex gegen Carnotaurus beendet wurde. Man wollte die beiden Dinosaurier kämpfen lassen. Und das wäre definitiv zu viel gewesen, wenn im Hintergrund ein Vulkan ausbricht und die beiden dann eben noch miteinander kämpfen. Trotz allem muss ich sagen, ich habe den Spinosaurus auch hier wieder vermisst. Ich hätte es wirklich sehr gerne gesehen. Jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich kann nur sagen, was hier wirklich drin steht. Als gelöschte Szene steht hier ganz klar drin, Baryonyx carried away by helicopter. Die Szene haben wir doch gesehen, oder nicht? Ich habe leider aufgrund dessen, dass wir gerade am Umziehen sind, habe ich keine Möglichkeit mehr gehabt, jetzt wirklich großartig nachzugucken, beziehungsweise auch einfach mir die Zeit nicht genommen, kurz nachzuschauen. Aber ich meine, wenn ich das Bild hier sehe, wir haben doch gesehen, wie der Baryonyx weggetragen wurde von Helikoptern, oder nicht? Vielleicht haben wir es auch hier einfach wieder mit dem sogenannten Mandela-Effekt zu tun, dass wir uns alle kollektiv falsch erinnern, aber ich meine, dass die Szene auf jeden Fall in Jurassic World Fallen Kingdom aufgetaucht ist. Eine Szene, die wir schon ausführlich hier im Video besprochen haben, die habe ich dir mal hier oben verlinkt, ist die, in der der Indoraptor mit einem toten Kopf eines Mitarbeiters der Locklear des Lockwood-Anwesens hätte spielen sollen. Ursprünglich hätte nämlich Mr. Mills einen Elektriker in das Gehege des Indoraptor geschickt, weil da eine Glühbirne oben geflackert ist, hätte aber eben vergessen, dass der Indoraptor gar nicht mehr hinter einem Gitter eingesperrt war. Daraufhin hätte man eben qualvolle Schreie hören sollen und später dann, als Owen und Claire eben in das Lockwood-Anwesen kommen, hätte man sehen sollen, wie der Indoraptor so mit einem Totenkopf spielt und ganz poetisch reinschaut. Die Szene wurde rausgeschnitten, weil das Tier damit zu intelligent und zu monsterhaft rübergekommen wäre. Ich muss aber sagen, er hat in die Kamera gelächelt, bevor er diesen Soldaten umgebracht hat. Ich finde, die Szene hätte das Ganze nicht schlimm gemacht, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr den Film jetzt mögt oder nicht. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr das ganz gerne gesehen, wie der Indoraptor mit so einem toten Schädel rumspielt? Weil ich muss sagen, ja, ich hätte es irgendwie gerne gesehen. Die Szene mit Stiggy, dem Stiggy-Moloch, hätte ursprünglich ein bisschen anders aussehen sollen. Ich meine, im fertigen Film war das Tier ja ganz charmant gewesen, wo er mit seinem Kopf dann quasi für das Ausbrechen von Claire und Owen sorgt. Weil er auch so ein bisschen dummtreu dann einfach immer wieder gegen die Wand rennt, weil Owen ihn ja quasi zu sich ruft. Und eigentlich will er Owen angreifen, aber dazwischen ist eben dann die Wand und dann bricht er eben irgendwann durch. Und rennt dann später auch in die Freiheit. In dieser Szene hätte ursprünglich einer der Wachen Owen angreifen sollen und ihn fast umbringen sollen. Stiggy hätte diesen Soldaten aber daraufhin auf die Hörner genommen und ihn einmal quer durch den unteren Abteil des Lockwoods-Anwesen geprügelt. Es ist eine echt lustige Szene, glaube ich. Und ich brauche nicht immer überall irgendwie so einen zwanghaften Humor, aber ich glaube, das hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Weil ich fand, Stiggy ist eigentlich eine ziemlich coole Socke gewesen. Eine längere Aufzugsszene hätte uns ursprünglich im Film erwarten sollen. Und mit länger meine ich, wir hätten einfach wesentlich mehr gesehen. Im fertigen Film erleben wir quasi, wie der Indoraptor durch Zufall mit einem Schwanzschlag den Aufzug wieder öffnet, in dem sich dann ein paar Leute, die auf der Auktion Dinosaurier kaufen wollten, drin verstecken, um eben zu überleben.
Daraufhin rennt der Indoraptor in diesen Aufzug rein und wir bekommen einen Schnitt und dann geht die Szene eben weiter. Die Szene geht nicht weiter, wir bekommen einen Schnitt zu einer anderen Szene. Deswegen ist der Schnitt ja auch da. Wir hätten ursprünglich noch sehen sollen, wie der Indoraptor eben die Leute frisst, die sich im Aufzug verstecken. Mehr ist hier auch wirklich nicht angegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an geplant war, dass man wirklich sieht, wie er die Leute da zerreißt. Man hätte aber dann vielleicht ein paar mehr Szenen gesehen, wie vielleicht der ein oder andere hätte wegkrabbeln wollen und der Indoraptor hätte die Person wieder zurückgezogen und man hätte das Ganze ein bisschen mehr ausgeschmückt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da muss ich aber wirklich sagen, dass man hier das Ganze eigentlich gut entschieden hat, weil gerade die Fantasie, die man dann daraufhin hat, was jetzt mit diesen Personen passiert, macht die Szene eigentlich dann doch ein bisschen schrecklicher, als wenn man das wirklich gesehen hätte. Es hätte eine alternative Indoraptor tötet einen Soldaten-Szene geben sollen. Und zwar war das die Szene gewesen, in der Mills und zwei Soldaten auf Claire, Macy und Owen treffen und Mills das allererste Mal erklärt, dass Macy ein Klon sein könnte. Kurz darauf prescht der Indoraptor von links nach rechts und wir sehen eben, wie er zwei Soldaten schnappt und die beiden eben tötet. Im ursprünglichen Cut hätte er nur einen einzigen Soldaten töten sollen und wir hätten dann später im Verlauf des Filmes noch einmal gesehen, wie er auch den anderen Soldaten tötet. Durch CGI und Computereffekte hat man das Ganze dann aber so gedreht, dass es so aussieht, als würde der Indoraptor hier eben beide Soldaten direkt packen und eben beide töten. Das Ganze hat man aus zeittechnischen Gründen so entschieden. Und nee, ich weiß nicht. Ich finde, Jurassic Park und auch Jurassic World zeichnen sich dann doch durch die verschiedenen Tode aus, auf die man sich dann irgendwie immer so freut. Das ist einfach Teil dieser gesamten Jurassic-Reihe und da muss ich sagen, einfach einen kompletten Tod rauszuschneiden, nur damit, ich meine, wie lange würde sowas gehen? 2 Minuten? Nee, da sage ich nö, hätte ich gern gesehen. Zum nächsten Thema habe ich bereits ein Video gemacht, Iris and the Indoraptor. In dieser Szene geht es ganz einfach um die Haushälterin und auch um Macys Mutterersatz, mehr oder weniger, die liebe Iris, die auf Macy immer wieder aufpasst und die, das müsste euch allen aufgefallen sein, verschwindet in der Kinoversion, die wir alle kennen. Iris ist irgendwann einfach nicht mehr dabei und viele von euch meinen, ja doch, die taucht ja in Jurassic World Dominion wieder auf und nee, das ist nicht Iris, das ist tatsächlich eine andere Schauspielerin, die auch eine andere Figur memt, das ist nicht Iris. Im ursprünglichen Cut hätten wir sehen sollen, wie der Indoraptor eben auch Iris tötet, als die versucht, diesen abzulenken, damit Macy und Claire und Owen eben entkommen können. Die Szene haben wir hier auf dem Kanal auch schon sehr genau besprochen, da habe ich dir das Video mal unten in die Beschreibung reingesetzt, kannst du gerne nachholen. Eine weitere Szene, die es einfach perfekt in einen Extended Cut hätte geschafft, ist die, in der Claire eine Waffe findet, nämlich genau die Waffe, mit der man den Indoraptor mehr oder weniger steuern kann, die sie dann eben auch später im Film in der Hand hat. Im Film ist das nur ein bisschen seltsam, weil man nie sieht, wo Claire jetzt diese Waffe auf einmal herhaben soll. Claire taucht hier einfach aus dem Nichts heraus auf und trägt sie dann so in der Hand und zielt dann mit diesem Laserpointer auf den Indoraptor. In dieser Szene hätten wir ursprünglich sehen sollen, wo Claire die Waffe findet, nämlich in Macys Zimmer, und wie sie dann mit der Waffe auch aus dem Fenster herausklettert und danach eben einfach Owen vor dem Indoraptor rettet. Ich muss sagen, das sind so Sachen, wenn man diese Aufbauszenen aneinander kettet und die über den ganzen Film durchzieht, dann machen die den Film wesentlich runder. Ich hätte von diesem Film, und ich wiederhole mich, glaube ich, gerade in dem einen Video jetzt hier zum 8. Mal, ich hätte in diesem Film wirklich sehr gerne eine längere Extended-Version gesehen. In Colin Trevorrows Drehbuch sollten wir einen grünen Velociraptor sehen, der Green heißt. Erinnert ihr euch noch an den Moment, in dem Owen von dem Betäubungspfeil getroffen wird, als der eine Söldner, ich vergesse seinen Namen andauernd wieder, ich sag immer, das ist der Roland für Arme, als der Owen in die Brust schießt und wir eigentlich alle denken, Owen müsste jetzt eigentlich sterben? Spaß beiseite, wer hat das denn wirklich gedacht? Das ist auch eine Szene, die ich überhaupt nicht gebraucht hätte. Auf jeden Fall hätte diese Szene ursprünglich anders aufgelöst werden sollen als im Film. Im Film wird Owen ja einfach betäubt von diesem Pfeil und die Leute laufen eben einfach weg nach dem Motto, ach, der wird jetzt irgendwie schon sterben. Im Originalskript hätten aber ursprünglich an diesem Augenblick die Lophosaurier auftreten sollen. Die hätten dann die Gruppe von Söldnern eben dann verjagt, wären denen hinterhergerannt und deswegen hätten die dann Owen auch nicht erschossen oder wären eben dann von diesem Punkt in der Szene aus verschwunden. Im Film ist ja der Grund zum einen, dass sie eben sagen, ach, der stirbt jetzt schon und zum anderen, der Vulkan bricht ja aus. Ja, aber ich finde, die Lophosaurier hätten das Ganze auch ein bisschen sinnvoller gemacht, warum man nicht einfach sagt, wir erschießen Owen jetzt einfach komplett. Auch über den weißen Indoraptor haben wir bereits gesprochen. Auch hier habe ich dir das Video dazu unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, es hätte ursprünglich einen weißen Indoraptor geben sollen.
Dieser hätte jetzt keine wirklich große Rolle gespielt, der wäre mehr so als ein Zeichen da gewesen, dass, naja, er sollte quasi den Indominus Rex quasi einfach nur in klein darstellen und dann wäre eben der schwarze Indoraptor gekommen und hätte dann den weißen Indoraptor umgebracht, um eben zu zeigen, der schwarze Indoraptor ist noch krasser als der weiße Indoraptor und quasi wir ersetzen jetzt den Indominus Rex mit diesem Indoraptor. Das wäre quasi so ein Ding gewesen wie in Jurassic Park 3, dass der Spinosaurus den T-Rex töten musste, um eben zu zeigen, ich bin jetzt der neue Boss. Viele von euch, mich inbegriffen, sagen ja auch, dass der weiße Indoraptor definitiv eine coole Sache gewesen wäre. Und ich als jemand, der ja wirklich sagt, ich finde Ghost ist mitunter das geilste Design, eben auch weil es ein weißer Velociraptor ist, beziehungsweise ein weißer Atrociraptor, Entschuldigung. Aber eben aufgrund dieser weißen Haut sieht der schon unfassbar genial aus. Und deswegen muss ich auch sagen, ja, ich hätte einen weißen Indoraptor wirklich sehr gerne gesehen. Folgende Szene haben wir irgendwie erst in Jurassic World Dominion bekommen, sollte aber eigentlich auch schon Teil von Jurassic World Fallen Kingdom werden, nur in besser als das, was wir in Jurassic World Dominion gesehen haben. Wir hätten ursprünglich sehen sollen, wie der Mosasaurus seinen Weg raus ins offene Meer findet und dann auf einmal einen Wal zerreißt und ein Fischerboot angreift. Das sind zwei Szenen, die wir ja so ähnlich auch irgendwie dann in Jurassic World Dominion bekommen haben, die hätten aber eigentlich der Abschluss von Jurassic World Fallen Kingdom sein sollen. Und wie auch schon am Anfang gesagt, ja, ich hätte dem Tier auf jeden Fall mehr Screentime erhofft, weil das doch irgendwie imposant ist. Man kann doch so viel damit anfangen. Ich meine, dieses ganze, der weiße Hai-Thema, irgendwas ist in den Tiefen des Meeres, ist doch so unfassbar gut. Man hat leider nichts daraus gemacht. Ich finde es wirklich schade. Und die letzte Szene, die wir nie in der fertigen Fassung gesehen haben, ist eine Szene, in der Sia Rodriguez gesagt hätte, dass sie lesbisch ist. Und ich bin jetzt hier wieder überfragt. Ich meine, ich wusste das aus irgendeinem Grund, bevor ich das hier gelesen habe. Hat man da nichts von gemerkt im Film? Wurde da nichts von angedeutet? Irgendwoher wusste ich das auf jeden Fall. Es hätte im ursprünglichen Skript eigentlich erwähnt werden sollen, aber es hätte wahrscheinlich auch für die Geschichte einfach null Relevanz gehabt, wenn das irgendwie eingebaut worden wäre. Das waren jetzt erstmal alle gelöschten Szenen aus dem Jurassic World Fallen Kingdom Film. Und man mag jetzt hier meinen, das ist somit das ernüchterndste von allen, aber ich finde hierbei sehr interessant, dass das wirklich Szenen sind, die ich mir so hätte in einer längeren Extended-Version des Films vorstellen können. Nicht alle, ein paar wurden ja auch ersetzt durch die und durch die und durch die, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir noch einen Film bekommen hätten, einen Fallen Kingdom Film, der einfach 38 Minuten lang länger gehen würde, damit wir eben diese Szenen noch begutachten können. Ist nichts draus geworden und werden wir wahrscheinlich auch nicht sehen, weil die meisten dieser Szenen, die wurden zwar gedreht, aber eben noch nicht mit CGI in der Post-Production fertig bearbeitet und da wird sich jetzt aus finanzieller Sicht niemand mehr hinsetzen und sagen, komm, wir nehmen noch mal ein paar tausend Dollar in die Hand und drehen diese Szenen nach, beziehungsweise bearbeiten diese Szenen noch mal nach. Das glaube ich irgendwie nicht. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu diesem Deleted Scenes Video, beziehungsweise ja, auch mal zu dem Video. Wie ist deine Meinung zu meiner Performance in den Videos, aber auch, wie ist deine Meinung zu den gelöschten Szenen aus Jurassic World Fallen Kingdom? Würde mich sehr interessieren und schon bald geht's weiter mit allen gelöschten Szenen aus Jurassic World Dominion. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal.